Vogelbär. 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 Si, si, Vogelbär. Vogelbär. Schau mal, wie lang der die Krallen haltet. Hey, buonissima. Aber magnif. Si. Salute. Hodoníně, za vojáčka má právě. Duschen. Ich bringe der Mutter um. Ich will allein sein mit dir. Das ist unser letzter Abend. Auf, Pittchen. Jetzt Kim. Ich will nicht. Verstehst du mich? Ich will nicht. Wieso denn nicht? Das ist das letzte Mal für lange Zeit. Vielleicht für immer. Ich will kein Kind mehr, Hermann. Es muss ja nicht gleich ein Kind sein. Ich will ja nur ein bisschen zusammen sein mit dir. Hermann! Warum behandelst du mich so? War das dein Traum? In den Krieg gehen. Ihn allein lassen. Was? Ja, sag einmal. Jeder muss Opfer bringen. Jeder. Wir haben jetzt wieder ein Vaterland. Das Vaterland hat uns den Hof da gegeben. So gut ist es noch nie gegangen. Noch nie. Ich bin ein reicher Bauer. Und mir steht's wurscht, wenn der Hof zuerst gehört hat, verstehst du? Ich hab nämlich gearbeitet. Wie ein Viech habe ich geschuftet, da 2 Jahre lang. Und wer arbeitet, der soll besitzen. Der Führer, der ist stolz auf uns. Wir sind Wehrbauern. Wie vor 1000 Jahren. Und jetzt geh ich meinen Besitz verteidigen. Stell mir nicht in eine Schuft hin. Ich vertrag das nicht. Und es stimmt auch nicht. So. Und was glaubst du, warum dein Vater gestorben ist? Ha! Hast du da schon einmal drüber nachgedacht? Hermann! Ja, es tut mir leid. Ich habe alles versucht, dass eure Männer nicht einrücken müssen. Aber ab morgen bekommt ihr tschechische Arbeitskräfte. Mein Gott, jetzt hätten wir es so fein gehabt. Nichts ist uns abgegangen. Moje Vlasy, na kratičko. Geh, Siegfried, sieg du schöne Quantlaus, sonst machst du sie leichtmutzig.
Helga, nimm den Kleinen. Wir dürfen noch heuer kein Schwein mehr schlachten. Das ist Schwarzschlachtung, Milos. Wir haben doch genug. Paula, jetzt magst du durchgreifen. So scheißt er dann auf den Kopf. Du, Milos, wenn du nicht spürst, dann bist du weg. Es seien schon ein paar von euch verschwunden. Ist dir das aufgefallen? Ich will nur keine Schwierigkeiten kriegen. Das ist alles. Moment, noch etwas. Es ist bei uns eigentlich üblich, dass man einen Sautanz macht, wenn geschlachtet wird. Was? Na, da werden die Nachbarn eingeladen. Gut, von mir aus. Aber unsere Nachbarn, die Südtiroler. Dobrý prasátko, nie? Was sind denn das für Nachbarn? Ich kenne die alle nicht. Die fressen jetzt ja alles weg. Ja. Bitte, kostet. Prosim, bitte. Jetzt nimm schon. Ist ja unsere Zeit. Schmeckt gut. Hast du sehr gut gemacht, Magdalena. Danke. Was ist denn das? Topfenkollatsche. Das ist mein Vater. Das ist meine Mutter. Das ist meine Schwester. Das ist mein Schwager. Das ist mein Bruder. Und der Rest, das sind auch alles Verwandte. Jak se vám daří? Ihr fragt, wie es euch geht. Dank der Nachfrage. Cítíte se zde dobře? Ihr fragt, ob ihr euch hier wohl fühlt. Ihr Sohn arbeitet nicht und die halben Lebensmittel vertragt er uns. Wahrscheinlich ich zu euch. Hoffentlich schmeckt's euch. Ihr Mann kommt an die Ostfront, nicht wahr? Es schaut nicht gut aus an der Ostfront. Es dauert nicht mehr lange und dann gehört der Hof wieder uns! Das hast du jetzt davon. Das hat man davon, wenn man nicht weiß, wohin man kehrt.
Südtiroler, vortreten! Ihr könnt's heimgehen. Los, haut's ab! Was ist? Gehst du lieber in Gefangenschaft? Abmarsch! Avanti! Später. Du bist verhaftet. Und du auch. Na, der bleibt. Ich kann mich sonst nicht raus. Gut. Und du bleibst selber. Also Kim, sie hat den Arrest. Avanti! Jetzt kommst du, du versüßten Schwein. Devo parlare con lui. Non so come dobbiamo comportarci. Die Waffen ablegen. Datemi le vostre armi, subito. Einsammeln. Die Gewehre ja. Ihr seid vorübergehend außer Dienst. Urlaub. Capito? Und jetzt die Zellenschlüssel. Le chiavi delle celle. Bring die Waffen um ins Gemeindeamt. Gut. Du, Kim, schau mit. Meiner Schwester scheiden lassen. Scheiden? Cosa significa? Trennen. Trennen! Auseinander! Volksgenossen, was wir uns nimmer erträumt haben, ist nun eingetreten. Südtirol ist ein Teil des Deutschen Reiches. Ja!
Südtirol wird jetzt eine deutsche Verwaltung aufgebaut. Und ich selber bin zum kommissarischen Bürgermeister ernannt worden. Am 3. Oktober beginnt regulärer deutscher Schulunterricht. Auch für die Taubleiberkinder. Ab sofort wird ein Südtiroler Ordnungsdienst eingesetzt. Erkennbar an den Armbinden. Dieser Ordnungsdienst übernimmt Polizeiaufgaben. So, das wär's für heute. Heil Hitler! Heil Hitler! Willst du jetzt scheiden lassen oder nicht? No. Edgar! Du hast recht gehabt. Wir hätten doch weggehen sollen. Nein. Ora rimaniamo. Anna. Du Unmensch, du. Ich kenn dich nimmer. Anna! Was ist mit unserer Familie? Seien Sie nur da! So, meine Herren, ihr wisst, warum ihr da seid. Ihr habt euch mit eurer Entscheidung aus der deutschen Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Ist euch das klar? Ich bin damals ja nicht zur Wahl gegangen. Stell dir nicht immer, was du bist. Wer nicht zur Wahl gegangen ist, hat automatisch weiterhin als Italiener gegolten. Du bist ein Walscher. Ihr alle seid Walsche. Aber wenn ihr geglaubt habt, ihr könnt euch deswegen vom Wehrdienst drucken, da habt ihr euch getäuscht. Ab jetzt, meine Herren, werden auch die Dableiber zur Wehrmacht einberufen. Das geht doch nicht. Es kennst doch nicht die italienischen Staatsbürger zur deutschen Wehrmacht einberufen. Täuscht dich nicht, Bruderherz. Wir kennen noch ganz andere Sachen. Seid froh, dass wir euch nicht verschicken. Ein paar von euren Dableiberanführer sind schon auf dem Weg nach Dachau. Ja, Herr Pfarrer, so ändern sich die Zeiten. Oh, mio Dio, cominciamo da capo. Ora ci penso io. È stato non è appena per nudo. Cosa dici? Tu Kim Schmidt? Che volete? Avanti! Lasciatemi! Vicenza! Vincenzo! Aiuto! Francesco! Aiutatemi! Aiutatemi, Vincenzo! Der Ettore hat nichts getan. Er war immer fein zu den Südtiroler. Ich habe ja nicht gewusst, dass ihn der Toni eingesperrt hat. Na gut, von mir aus. Aber Schlüssel habe ich keinen. Muss bis morgen warten. Los, raus! Die Deutschen sind einmarschiert. Weißt du das? Der versteht dich doch nicht. L'armata de tedesca arrivata in Italia. Adesso qui comandano di nuovo di Südtiroler. Tu lo sai? Il Maso, dove tu stai, era della mia famiglia. Io comprare da te. D'accordo. Ja, natürlich, Peter.
Die hätten Sie zum obersten Kommissar ernennen müssen. Du bist ja schließlich der Volksgruppenführer. Es ist immer das Gleiche. Sie schieben uns ständig beiseite. Jetzt hat der Gauleiter Hof von Nordtirol, Vorarlberg und die ganze Operationszone Alpenvorland unter sich. Die Provinzen Bozen, Trient, Bellona. Und ich darf kommissarischer Präfekt von Bozen sein. Gnadenhalber. Unter Aufsicht von diesen SS-Gefrisser. Na, ich sag das, Paul. Manchmal möchte ich am liebsten alles hinschmeißen. So geht's deinen alten Kämpfern immer. Glaub mir das, Peter. Und auf die Italiener muss ich auch noch Rücksicht nehmen. Der Hitler, der Trottel, haltet noch allerweil zum Mussolini. Dabei ist er doch am Ende. Der haltet zu ihm? Ja, ist jetzt Südtirol ans Reich angeschlossen oder nicht? Inoffiziell ja. Offiziell natürlich nein. Ich habe unseren Protestant eingesperrt. Was? Aber das kannst du nicht machen. Ja, entschuldige, aber der Bluthund hat uns jahrelang segiert. Das nutzt nichts. Wir dürfen den armen Duce nicht kränken. Sie sind frei, Herr Oberlehrer. Ab jetzt können Sie sich wieder ganz auf Ihren Beruf konzentrieren. Allerdings nur am späten Nachmittag. Am Vormittag ist die Schule für die Südtiroler reserviert. E libero, signor maestro. Può andare. Du kannst auch gehen, Nettere. Ich muss was tun, dass ich sie auseinanderbringe. Kannst du mir nicht helfen? Versetzen lassen! Ja, dann geht sie mit. Herr Maischallo, Sie dürfen wieder Ihren Dienst ausüben. Allerdings nur in Absprache mit mir. Und wenn Sie gegen unsere Leute ermitteln, dann geht jemand vom Südtiroler Ordnungsdienst mit. Buongiorno. Schau, jetzt hätten wir uns gerade kennengelernt. Ach, ich weiß nicht, Enzo. Wir Tiroler, wir sind furchtbar sture Teufel. Hans, a vis piacere che voi andate. Non ci pensare. Noi siamo contenti di tornare a casa. Francesca, che dici? Solo Dio sa. Sie seien froh, wenn Sie wieder heimkommen. Ja. Allora, arrivederci. Fitti. Ciao. Fitti. Auguri di una buona fortuna. Dankeschön. E con buona salute. Fitti. Cacciri, sciacca, c'era scritto, corre quanto vuoi, cacata spie. Secondo te, quale governo è più valido? La Repubblica di Salò di Mussolini oppure quella di Brindisi del re? Il governo di Brindisi ha dichiarato guerra al Reich tedesco. Quindi per me è valida la monarchia. Für die habe ich was. Cos'è? Die Einberufung. Zum Arbeitsdienst. Arbeitsdienst? Dove? Das steht ja eh drauf. Rheinhausen. In Germania? So ist es. Ja. Viele von euch kommen jetzt außer ins Reich zum Arbeitsdienst. Zu was anderem seid ihr nicht gut. Zum Kämpfen seid ihr zu fein. Das nutzt da auch nix.
Buongiorno. Hey, Frau Rabensteiner. Sì. So, jetzt bin ich wieder da. Kat! 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 Mein Katl, bin ich froh, dass du wieder da bist. Ja, was tust denn du da? Ausgebombt sind wir. Haben sie uns wieder heimgeschickt. Wo seid ihr denn gewesen, Katl? In Essen, in Deutschland. Das ist ja gegen Ost, ja. Hast du Papier? Freilich. Na nun. Kannst die Wohnung im Schulhaus wieder haben. Dankeschön. Katl, was ist mit dem Sepp? Mei, der ist an der Ostfront. Der Georg auch. Und die Hanni und der Alfons? Die warten nun. Komm schon mal. Er ist uns abgeflogen. Wer? Der Ettore. Also, er ist weg. Was willst du denn noch mehr? Hast du auch recht. Anna! Ettore! Shh. Ettore! Mi vogliono spedire in Germania. Wer? Tuo fratello Toni e Kofler. Was? Ascolta, noi dobbiamo andare a Belluno, là ci sono i partigiani. Allora vengo con te. Non dire sciocchezze, pensa a nostro figlio. Tu rimani qui a lavorare al municipio, ci può essere utile. Va bene. Non sarà per molto tempo, vedrai. Dai un bacio ad Andrea da parte mia. Sì. Ciao. 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 Ich kann euch in die Berg bringen zum Widerstand. Aber eins muss euch klar sein. Wenn man euch erwischt, dann wird's erschossen. Ihr kommt alle zu einem Polizeiregiment, oder? Ja. Das heißt, dass ihr nicht an die Front müsst. Ihr bleibt in der Operationszone Alpenvorland. Ah. Dann ist es ja nicht so schlimm. Gehen wir halt. Und was müssen wir da tun? Bewachungsaufgaben. Bahnlinien, Waffenlager und Bandenbekämpfung. Was ist denn das? Ihr werdet gegen die italienischen Partisanen eingesetzt. Möglicherweise auch gegen die Südtiroler Widerstandskämpfer. Schon wieder gegen die eigenen Leid. Ihr müsst ja nicht kämpfen. Die Polizeiregimenter bestehen hauptsächlich aus Dableiber. Viele seien schon lang beim Widerstand und halten Kontakt zu den Alliierten. Ihr könnt's mithelfen, den Krieg früher zu beenden. Euch Vaterlandsverräter müsste man alle an die Wand stellen! Ihr seid es gar nicht wert, die Uniform der deutschen Polizei zu tragen! Im Gegenteil! Jedem deutschen Polizisten würde es zur Ehre gereichen, euch abzuknallen! Was soll ich denn mit euch Gebirgsidioten anfangen? Sagt mir das! Ihr seid ja alles Krüppel! Windschiefe Gestalten! Ein disziplinloser Haufen feiger Zivilistenschweine! Ihr wollt freie, stolze Südtiroler Bauern sein? Auswurf seid ihr! Scheiße seid ihr!